Heute wieder mit mir, Sophie, aber ich bin natürlich nicht alleine. Meine Gäste heute, Young Crime, a.k.a. Manny Mendoza, der Mann mit den vielen Namen. Ja, ihr hört schon, da ist noch jemand mit dabei. Und zwar stell du dich mal vor, bevor ich es dir falsch sage. West Miyagi. Ihr seid ja gut drauf, meine Güte. Aber man erahnt eigentlich bei euch beiden schon, was es da heute für Musik gibt. Nämlich? Hip-Hop, Reggae. Alles dabei. Wir hören mal ganz kurz rein. Da wird hier schon mit dem Becken gewackelt zum Lied Mommy Can Dance. Das werden wir später auch nochmal in voller Länge hören. Und natürlich Young Crime live mit seinen Jungs sozusagen. Und ich bin schon ganz gespannt. Wird es jugendfrei werden eigentlich? Darf man jetzt, wenn man noch nicht 18 ist, heute zuhören? Ja, so schlimm ist es nicht. Es sind noch 22 Uhr und so, ne? Yeah. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, jetzt spielen wir erstmal Tonte, ganz gemütlich, sagen die ganze Zeit von dir und dann quatschen wir ein bisschen, ne? Alles klar. Bis gleich, Leute. Ihr könnt übrigens live vorbeikommen ins Karos, da gegenüber der Station Feldstraße, gegenüber vom Knus. Dann könnt ihr Young Crime live erleben. Ich freue mich auf euch. Hamburg City, yeah, komm vorbei, Baby. Hammer Band Newcomer. Heute mit Young Crime. Das ist ein Hit. Man kann eigentlich schon Hit sagen, oder? Mommy Can Dance. Andere sagen, das ist ein Hit. Ich sag, das ist ein guter Song. Naja, ist ja auch gut. Guter Song. Du heißt aber nicht nur Young Crime, sondern auch Manny Mendoza. Ganz genau. Und da ist wahrscheinlich noch viel mehr Künstlernamen. Ja, aber wie gesagt, wir bleiben erst bei den Zweien. Ne? Warum schafft man sich so viele Künstlernamen an? Wie gesagt, es gibt immer eine Geschichte zum Namen oder halt zu Artist-Namen. So. Und ja, ich habe halt viele Geschichten erlebt und es musste so sein, dass ich mal einen zweiten Namen dazu nehme, denn ich war halt früher in einer Gruppe und da hatte ich halt einen Künstlernamen oder unter Young Crime wurde ich bekannt. Und als ich Solo-Künstler geworden bin, wie gesagt, brauchte ich etwas Neues, kein neues Image oder so, aber ich brauchte etwas Frisches. Und dann habe ich gesagt, Manny Mendoza, school. Und was steckt da für eine Geschichte dahinter? Also hast du dich dann einfach hingesetzt und überlegt, was sich cool anhört oder rührt das von dem Spitznamen her? Nein. Also als ich Solo-Künstler geworden bin, muss man ja so sagen, wollte ich halt was Neues machen und ich wollte halt für meine Familie, für meine Freunde und für mich natürlich halt Geld machen, damit wir alle gut leben, so, sag ich mal. Also das ist Ziel, ne, wie gesagt. Und hab gesagt, yeah, I wanna do money, ne. Ja. Und Mendoza, das kam einfach nur so. Money Mendoza, das passt. Oh, klingt aber cool. Zu Young Crime, zu dem Künstlernamen muss man sagen, jetzt denken wieder alle, typisch Rapper. Young Crime, hier Walla Walla. Aber Crime wird ja ganz anders geschrieben, nicht wie ganz genau. Hier also da war es so, C und Rhyme. Genau. Für alle Leute, nicht CH, das ist CR. C und ganz Rhyme. Richtig. Das war so halt früher, ich war in einer Gruppe halt mit meinem Man West Miyagi, Man Ghostman, HQ und Ben, Deuce Clan. Und damals war ich halt MC Menace, aber ich war halt immer der Jüngste und wir haben halt alle Scheiße gemacht und dann hat man halt die Sachen verarbeitet in den Texten, ob es kriminell war, ob das kleine Scheiße war, sag ich mal. Und dann das C steht halt dafür und die Rhymes halt für die Geschichten. Okay, und du hast ja gerade schon West Miyagi, oh Gott, ich werde hier noch Probleme haben mit dem Namen, hast du schon erwähnt, ihr sitzt natürlich auch hier mit, woher kommt der Name? Der Name Miyagi, das war der Sifu von Daniel San aus dem Film Karate Kid und damals, wo ich angefangen habe, ich habe lange, lange überlegt, was für ein Name es sein müsste und ich habe einfach Fans angemacht und wir haben gleichzeitig telefoniert, Young Crime und ich und dann ich habe sofort aufgelegt und gesagt, ey, ich gucke gerade einen Film, ich rufe gleich zurück. Nach dem Film habe ich ihn zurückgerufen, habe ich gesagt, okay, ab jetzt, mein Name ist West Miyagi. Aber ich habe Miyagi genommen, für mich war das eine Zeit, ich habe Musik genommen, um mich selbst zu verteidigen. So. Das war eine Art, mich zu wehren mit der Musik. Mhm. Das war die Sprache der Straße. So. Wenn du was erlebt hast, dann viele haben angefangen zu rappen, anstatt Leute zu verprügeln oder sonstige Sachen. Für mich war das musikalische Therapie. So. Yeah. Und ja, und jedes Wort, jede Buchstabe hat eine Bedeutung. M wäre Music, E is, and then A wäre Art. So, Music is Art. Gives inspirational energy. Miyagi. Jede Buchstabe hat eine Bedeutung. Oh, okay. Da gibt es hier Applaus aus dem Karos. Ja, es make ist noise. Nämlich so, Leute. So. Ja,
nämlich natürlich auch Gäste hier im Karos da. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen, euch hier mit uns reinsetzen, gemütliche Runde und Young Crime und Wes Miyagi zusammen live erleben. Will Black wird auch noch später kommen. Yes. Und Will ihr werdet auch live singen, rappen. Ja, und genau. Das machen wir gleich. Ja. Wir quatschen vorher nochmal über das Liedchen, aber das machen wir auch gleich. Also hat den Tag frei und meine Gäste heute Young Crime und Wes Miyagi. Ich muss immer wieder gucken. Und ich habe ja schon versprochen, dass ihr gleich live was machen werdet. Welchen Song wird es denn auf die Ohren geben? Put Your Light Us Up aus der aktuellen CD Crime City 2.0. Überall zu erwerben, meine Damen und Herren. Und heute ja auch noch zu gewinnen. Und darf zu ich gewinnen, schon mal verraten. Sowieso. Also immer anrufen. Okay, was ihr euch da ins Haus holt, seid ihr wie gesagt gleich. Put Your Light Us Up, was ist das für ein Liedchen? Clubbanger. Es ist Hip-Hop-Rugger-Vibes, Clubbanger-Track. Wenn du unterwegs bist, Club, und du willst schwitzen, so, dann muss man den Track spielen. Ja, das erinnert alle an gestern Abend wahrscheinlich, aber passt ja perfekt. Und ja. Leute, ihr könnt noch vorbeikommen. Bis 21 Uhr sind die Jungs bei mir. Ja. Dann könnt ihr sie live erleben. Und wenn nicht, dann hört ihr sie gleich live auf der 97.1. Bis gleich. Und die wird es jetzt auch live gehen mit dem Lied Put Your Light Us Up. Yeah. Und da jetzt viel Spaß mit. Hamburg City. Yeah. Into the place, Wes Miyagi alongside Young Crime. Energy, what up? 10th October. Okay. Hamburg City, what up? Okay. Check. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Yo. Lighters up until your fucking fingers burn. West Miyagi Young Crime, now it's our turn. Whoa. Put your lighters up till your fucking fingers say burn. What? Put your lighters up till your fucking fingers burn. Yeah. Put the lighters up until your fucking fingers hey. Burn. West Miyagi Young check. Crime, check. Now it's our turn. Yes. Put your lighters up if you're haze in the club. 6 a.m. stay in the club. You know what it is. Faggots get drunked out till they get punched out. Land on the concrete with their lunch out. West Miyagi, what up? Put your lighters up. Tell MJ and Deuce to get their lighters with that fire up. Yes, we gon' blaze it up. It's eat up the club or the blunt. One of them shits gon' get blazed up. Rookies, put your age up. Same dudes who same day, Dylan Blowbard can't pull their weight up. Haters, get your lighters up yeah. And act as if you're partying with us. We already know that you face scrubs. Mic check, get no. Hey. This time we need more fire than more fire. Shout outs to Rubber Dog. Yes, we gon' burn it up. The roof ain't gon' be on fire. Just a skirt from your chick, nigga. What? Put your lighters up till your fucking fingers burn. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Yep. Put up on the lighters up until your fucking fingers burn. West Miyagi Young Crime, now it's our turn. What? Put your lighters up till your fucking fingers burn. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Yo, put up on the lighters up until your fucking fingers burn. Energy, we come, but now it's our turn. Jump up to the thugs, them every time crunk up. You never see none of my niggas throwing up. You never see none of my niggas crunk up. No profile every time in the club. Puff up, drink every time in the club. Puff up, pass every time in the club. Smoke good weed every time in the club. Barbecue that beef every time in the club. Check your behavior at times in the club. You never know your mind just get fucked up. Nowadays, Rambo niggas in the club. Al Pacino, Scarface in the club. Warface niggas every time in the club. Warface niggas every time in the club. Check your mind, you make it fucked up. One by one, drop a little child bomb. Me come through with a new style of fashion. Tell the rude boy every time walk one. The true me school and walk one. Look around, big up themselves walk one. I say people live every time walk one. Ask the people every time walk one. Ask the people every time walk one. Big up your fees every time walk one. Big up COV every time walk one. Handle business every time walk one. Run from police every time walk one. Right through streets every time. Chup. Every time walk one. Right everybody. Every time walk one. Hey. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Yo. Put up on the lighters up until your fucking fingers burn. West Miyagi Young Crime, now it's our turn. Whoa. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Put your lighters up till your fucking fingers Hamburg burn. City. Until your fucking fingers burn. West Miyagi, hey, find hey, now it's our hey. Turn. You fellas jealous, what you wanna tell us? Run your kick, sure. She blowing me. You just blowing on cancer sticks. No need to answer this, sure. Go ahead, sniff your bricks. See me times six, six times rhyme six. Everything other than that, mind your business. Put your lighters up and stand behind them bitches. Not them pretty ones, I mean them ugly bitches. You fucking up my view, dude. Like I said, run anywhere your kick. Run them. We do our show. Run them. Very nice flow. Run them. Fans living it low. Run you them. Know how it go. Run them. We're making dough. Run them. I'm puffing Joe. Run them. And spin more. Run them. I'm boning hoes. Run them. With condos.
set lace. Give head and wave low. Hey, yo! Hamburg City energy. Hamburg City, we in the place. Energy! Put your lighters up till your fucking fingers burn. Put your lighters up. Fingers burn, yo. Put up the lighters up until your fucking fingers burn. West Miyagi, young crime, now it's our turn. Put your lighters up till your fucking fingers burn. Put your lighters up till your fucking fingers burn, yo. Put up on the lighters up until the fucking fingers burn. West Miyagi, young crime, now it's our turn. And if know you what want it is. To hear and see on more, then you have to be here. Ne? Shit. Young Crime und West Miyagi live bei Hamburg Summer Band Newcomer. Was für eine Live-Session. Put your lighters up. Ja, Leute, ihr könnt noch herkommen und die Feuerzeuge schwingen. Yeah. Ihr könnt Young Money und West Miyagi live erleben. Einfach im Karo Star vorbeischauen. Direkt gegenüber der U-Bahn-Station Feldstraße Neuer Kamp 32 ist das. Durchs Fenster könnt ihr uns schon sehen. Die Massen, die hier mit uns schon sitzen. Und Leute, wenn euch der Sound jetzt gefallen hat, dann hat Young Crime auch noch was Schönes mitgebracht. Ihr könnt nämlich sein Album gewinnen. Yeah. Jetzt einfach ganz schnell anrufen. Nummer ist die 48 001 97 1. Wie heißt das Album? Crime City 2.0. Genau, das könnt ihr haben, Leute. Und natürlich gilt die Nummer auch, wenn ihr Fragen habt. 48 001 97 1. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Jetzt für euch Jan Delay und Vergiftet bei Energy Hamburg 97 1.